Hallo, ganz herzlich willkommen auf der Meet 2022. Ich darf auch ganz herzlich Rita Angst begrüßen und freue mich sehr, dass sie ihren Vater heute vertreten kann. Und Sie erfahren gleich über die Geheimnisse der Budapester Opernbühne, der Asfalaya. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Viel Vergnügen. Ja, und wir sind in ganz engem Kreis. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Also, ich heiße Rita Angst. Und wie Sie wissen und wie Sie wahrscheinlich das Buch sehen, der Autor, der noch lebende Autor von diesem Buch heißt Ivan Saboyerek. Er wollte heute Nachmittag unbedingt anwesend sein, aber leider am Sonntagnachmittag hat er einen Unfall erlitten. Also ich bin eigentlich die Dolmetscherin, aber ich habe ihm ganz, ganz fest versprochen, dass ich seine PowerPoint-Präsentation mitbringe und seine Gedanken einfach vorlese. Also ich versuche es mal überzumitten. Ich bin keine Expertin, ich bin ja Sprachlehrerin, aber ich hoffe, dass alles, was Ivan zusammengestellt hat, wird euch gefallen, wird Ihnen gefallen. Da sehen Sie die Titelseite von diesem Buch. Eigentlich kennen wir alle diese ganz traurige Geschichte. Also das Bild spricht für sich selbst und was Ivan dazu geschrieben hat. In diesem Buch geht es um einen grundlegenden Moment in der Geschichte der modernen Bühnentechnik, den ich nun kurz vorstellen versuche. Das Titelbild sollte nicht täuschen. Es zeigt ein barockes Kostümdesign. Die Figur verkörpert das Feuer. Wir haben dieses Bild gewählt, also wir heißt Miklos und Ivan, weil wir uns in die Zeit des 18. 19. Jahrhunderts der Agonie der wunderbaren hölzernen Bühnenmaschinerie des Barock zurückversetzen müssen. Diese wahre Wunder ermöglichenden Theatermaschinerien wurden bis zum Ende des 18. Jahrhunderts immer größer und komplexer, vor allem in den Opernhäusern. Das Ende dieser Ära wurde durch die häufigen Theaterbrände verursacht, als sie auf die Gasbeleuchtung trafen. Einer der schlimmsten Theaterbrände war die Katastrophe im Ringtheater hier in Wien. Dies lenkte die Aufmerksamkeit der damals in Wien gegründeten Asfalia-Gesellschaft, es steht griechisch für Sicherheit, auf eine neuartige Studie zur Theaterarchitektur und Bühnentechnik, die nicht nur auf eine Reform des brandgefährdeten Barocktheaters drängte, sondern auch grundlegende Vorschläge unterbreitete. Dazu gehörten neben einer szenischen Kritik an zweidimensionalen Bühnenbildern auch neue, sichere Theaterbauprinzipien und Brandschutzmaßnahmen, die auch heute noch angewandt werden, wie der einzelne Vorhang, Sprinkleranlagen, Feuerwache und so weiter. Zur Demonstration der eisernen Bühnenmaschinerie, die mit Wasserhydraulik betrieben wurde, hat die Gesellschaft ein Arbeitsmodell erstellt. Da sehen Sie die Mitglieder der Gesellschaft. Und da gehen wir weiter. Die Bauarbeiten des neuen königlichen Opernhaus in Budapest, und das sehen Sie schon auf dem Bild, begannen 1875. Sein genialer und mutiger Architekt Miklos Ybl, das ist ja die ungarische Name, erkannte 1882 die Bedeutung der Neuerung und gestaltete die Bühne der Oper sofort um und ließ den ersten Prototyp der Asfalia-Bühne anstelle der ursprünglich vorgesehenen Kulissenbühne einbauen und versuchte, die neuen Vorschläge zum Brandschutz umzusetzen. Seine Entscheidung wurde selbstverständlich von dem Meister der Kulissenbühne heftig angefochten. Okay, da sehen wir ein bisschen technischer. Die Bauarbeiten des neuen königlichen Opernhauses in Budapest begannen 1875, das habe ich schon gesagt, und die neue stählerne Bühnenmaschinerie, die auf dem Entwürfen des Ingenieurs Robert Gwinner von der Asfalia-Gesellschaft basierte, wurde in Budapest von der damaligen ungarischen Industrie in 1,5 Jahren hergestellt, also relativ schnell. Und das Opernhaus konnte im September 1884 eröffnet werden.
Nur mit der Kenntnis der barocken Bühnentechnik lässt sich das revolutionäre Konzept des Asphalia-Bühne, das eine neue Epoche begründete, wirklich verstehen. Von da an war die neue Bühnenmaschinerie fast 100 Jahre lang im Opernhaus im Betrieb. Und jetzt zeige ich noch Ihnen die Zuschauerum und die Bühne. Also die 6 Versenkungsgassen mit einer Breite von jeweils 12,3 Metern und einer Tiefe von 3 Metern und in der Mitte mit ausrollbaren Podien dienten als Personenversenkungen. Auf beiden Seiten der Gassen konnten zusätzlich 3x2 Meter hohe Podien bewegt werden. Die Wasserhydraulik, die mit einem Druck von 10 Atmosphären und in völliger Stille, das ist ja wichtig, arbeitete, ersetzte die schwere körperliche Arbeit auf der Bühne. Von der Asphalia-Bühnenmaschinerie in Budapest ist keine Dokumentation erhalten geblieben, leider. In diesem Buch hat Herr Szabolcs mit seinem Co-Autor Miklós Borsa, der leider schon gestorben ist, er war der Architekt und 40 Jahre lang technischer Direktor des Open House, die Funktionsweise und Nutzung der Bühnenmaschinerie rekonstruiert, zum Teil auf der Grundlage persönlicher Erfahrungen. Die waren ja 40 Jahre lang im Open House dabei. Und die haben natürlich recherchiert und haben Fotos erhalten. Also was sich da herausgestellt hat, hat Ivan geschrieben. Das sind die Fotos zum Beispiel von Ivan selber gemacht. Also er stellte sich heraus, dass Bühnenbildner und Regisseure lange Zeit zögerten, diese leistungsstarke Bühnenmaschinerie einzusetzen und nur langsam lernten, sie zu bedienen. Die erste moderne Bühnenmaschinerie wurde zu Hause nicht richtig gewürdigt. Das ist ja meistens der Fall im Ungarn und in ihrer Bedeutung nicht geschätzt. Dieses Buch ist ein Versuch, die Erinnerung an das Asphalia-Bühnensystem zu bewahren, eine herausragende technische und szenische Erfindung seiner Zeit, die den Weg für die Ära des modernen Bühnentechnik ebnete. Da sehen wir die axonometrische Skizze. Über die Podien habe ich schon ein bisschen erzählt. Und da die hintere Podien. Und natürlich der Hydraulikbetrieb. Okay. Also, die Asphalia-Gesellschaft meldete ein Patent auf die neue hochmoderne Bühnenmaschinerie an, die daraufhin die Welt eroberte. Im Jahr 1886 war das Stadttheater im Halle an der Saal in Deutschland bereits vollständig, mit dem vorgeschlagenen modernen Brandschutzkonzept ausgestattet. Im selben Jahr wurde auch das Parktheater im Kurhaus in Göggingen, Augsburg, mit einer Asphalia-Bühne ausgestattet. Und da sind wir schon in den Vereinigten Staaten. Das Patent wurde auch in den Vereinigten Staaten angewandt, wo 1889 der erste Wolkenkratzer das Open House Auditorium Building in Chicago als Standort der Asphalia-Bühne diente. Interessanterweise wurde in Wien nur ein einziges Theater mit dieser modernen Bühnenmaschinerie ausgestattet, das Raimund-Theater im Jahr 1893. Des Weiteren bestellte 1898 der angesehene englische Theatertechniker Edwin O. Sachs 2 Asphalia-Versenkungsgassen für das Theatre Royal Drury Lane, London, weil diese geneigt, also in die Schräge gestellt werden konnten. Die Demontage dieser Anlage erfolgte vor ein paar Jahren, das ist auch demontiert. Da sehen wir ein paar weitere Bilder aus Chicago. Und Drury Lane aus Großbritannien. Die weitere Nutzung des Patents wurde wahrscheinlich durch das Aufkommen und die Verbreitung elektrischer Antriebe beendet, die besser gesteuert werden konnten und keine Wasserleitungen benötigten. Es ist jedoch möglich, dass weitere Theater Asphalia-Bühnen erhalten haben und wir würden uns freuen, wenn wir sie entdecken können. Seine grundlegenden Innovationen jedoch leben bis heute fort, natürlich angereichert mit moderneren technischen Möglichkeiten. Und jetzt sind wir wieder in Budapest, in Ungarn.
Im Budapester Open House wurde die Alterung der Bühnenmaschinerie durch Veränderungen in der Materialstruktur des Gusseisens verursacht. Die hydraulischen Bühnenmaschinen mussten schrittweise abgeschaltet werden. Der letzte Betrieb, da sehen wir das Foto, der Versenkungspodien erfolgte 1981. Da war ich schon 10 Jahre alt. Zum 100-jährigen Bestehen des Open House wurde das Gebäude renoviert und die veraltete Bühnenmaschinerie demontiert. Herr Szabolcs, also der Autor des Buches, hat eine Fotodokumentation des Abrisses im Jahr 1983 erstellt. Trotz aller seiner Bemühungen ist es ihm nicht gelungen, die Bühnenmaschinerie, die ein technisches Denkmal ist natürlich, zu retten. Und da sehen wir die überschaubare Untermaschinerie. Und da sehen wir Ivan. 1984 wurde das renovierte Open House mit einer elektrisch betriebenen, monströsen Bühnenmaschinerie aus DDR-Produktion ausgestattet, die viel zu wünschen übrig lief. Bei Umbau des Open Houses, der in diesem Jahr abgeschlossen wurde, wurde ein völlig neues, modernes Bühnensystem installiert, das den Abmessungen des ursprünglichen Asphalia-Bühnensystems entspricht, aber schneller und sicherer ist und über eine zentrale Computersteuerung verfügt. Zur Veranschaulichung der historischen Ereignisse enthält das Buch eine Reihe von Zeittafeln, die zeigen, wie historische, wissenschaftliche, technische und künstlerische Ereignisse zusammenhängen. Das Buch schließt mit den Problemen und einigen, nicht alle, Lösungen für die Renovierung historischer Opernhäuser. Das Buch ist privat veröffentlicht und hat eine Webseite, auf der Sie, wenn Sie möchten, weitere Informationen finden und auch das Buch bestellen können. Und einige Exemplare habe ich dann auch hier, also die sind hier zu erwerben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt würde der Teil kommen, wo Sie Fragen stellen dürfen. Wahrscheinlich kann ich diese Frage nicht gleich beantworten, aber ich kann die Frage und alle zusätzlichen Informationen an Ivan weiterleiten. Und dann kann er mit Ihnen auch entweder schriftlich oder in anderen Formen im Kontakt treten. Also ich weiß es nicht, ob jemand noch vielleicht Anregungen und Fragen hat. Ja, wenn nicht, dann ich wünsche Ihnen noch viel Spaß. Ich habe gehört, dass es heute noch ein Party gibt. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Danke. Danke sehr.